Geld als Thema liegt mir eigentlich gar nicht. Also so ein Satz von Karl Lagerfeld, man muss das Geld zum Fenster rauswerfen, damit es zur Tür wieder reinkommt. Ich habe es ausprobiert, also nee, wirklich, da kommt gar nichts rein. Wie gut, dass sich Michael Frowin trotzdem auf das Thema eingelassen hat. Und das mit Hingabe. Die Abschaffung von Bargeld nach knapp 3000 Jahren. Damit befreien wir uns endlich vom Bezahlschmerz. Den gibt es wirklich. Aber das Irre ist, das haben Wissenschaftler herausgefunden, er tritt nur ein, wenn man bar zahlt. Also wenn man bar zahlt, dann werden in unserem Gehirn Regionen aktiv, wo auch das Schmerzempfinden sitzt. Zahlen Sie mit Karte, passiert nichts im Hirn. Plastikgeld tut nicht weh. Dafür freuen sich solche Datenkraken wie Axiom, die jede Kreditkartenzahlung zur genauen Kundenanalyse nutzen. Natürlich über jede bargeldlose Zahlung, klärt Frowin auf. Die von Axiom wissen, wann du furzt, bevor du es weißt. Weil die in Echtzeit analysieren, wann du an der Imbissbude dein Chili con Carne bezahlt hast. Das Publikum staunt und lacht an diesem Abend. Er ist einfach spitze. Es war großartig. Wirklich, hat mir so oft aus dem Herzen gesprochen. Witzig, aktuell, toll, fantastisch. Er ist spitze. Das war super. Ganz toll. Der Frowin ist unglaublich. Das ist kaum noch zu toppen. Das war ganz, ganz, ganz toll. Ja, weil es so witzig war. Der hat echt was drauf. Ja, das hat Michael Frowin. Bissig und böse, hochaktuell und gleichzeitig höchst witzig und unterhaltsam. Michael Frowin schafft es mit verblüffender Leichtigkeit, dieses ernste Thema immer wieder durch absurde, leider aber nicht ganz unrealistische Geschichten an seine Zuschauer zu bringen. Denn wenn wir kein Bargeld mehr haben, dann wird es neue Währungen geben, vermutet Frowin. Das könnte tückisch werden. Ja, vielleicht ist die nächste Ersatzwährung Wasser. Weil ja Wasser immer wertvoller wird. Das weiß ich, da ist vielleicht ein Liter Wasser irgendwann 10 Euro wert. Aber spätestens, wenn nachts Männer mit 50 Liter Wasser auf dem Buckel zu ihrem Koksdealer oder zum Straßenstrich schleichen, spätestens bei dieser Vorstellung sollten Sie noch den Moment genießen, wenn eine Oma an der Kasse stundenlang in ihrer Börse nach Bargeld fummelt. Mammon, das ist eine kluge Einmannshow auf hohem Niveau und mit einem großen Unterhaltungswert. Auch wenn einem das Lachen immer wieder im Halse stecken bleibt. Bestes politisches Kabarett. Wer glaubt, dass die Reichen ihr Geld ins Gemeinwohl investieren, der sollte über die unbefleckte Empfängnis keine Witze reißen. It's a rich man.